Hallo, mein Name ist Mike. Ich habe von Inventables die Möglichkeit bekommen, Ihre X-Carve kostenlos zu bekommen. Als Gegenleistung sollte ich einen ehrlichen Bericht machen, ob es irgendwelche Probleme beim Zusammenbau gab und ob die Software Easel einfach zu bedienen ist. Und ja, dem möchte ich ganz gerne nachkommen. Beim Zusammenbau haben mir meine kleine Tochter Michelle geholfen und der Freund meiner großen Tochter, der Markus. Zunächst einmal wieder ein paar bewegte Bilder von der Maschine und auch ein paar Bilder vom Zusammenbau der Maschine. So, gab es beim Zusammenbau irgendwelche Probleme? Eigentlich nichts. Also nichts, was man nicht einfach lösen konnte. Natürlich, als ich einmal kurz nicht da war, ich musste nochmal schnell ins Geschäft, haben die anderen beiden schon mal die Profile zusammengebaut. Und laut Anleitung kommt dann etwas weiter hinten, wenn man es dann liest, eine Bemerkung, dass die Nut hier außen oben sein soll. Ich habe mir das Ganze dann angeschaut und habe festgestellt, man muss eigentlich nur den Schalter umdrehen und damit ist die Sache erledigt. Genau das Gleiche gilt auch für die Neigung. Und zwar lässt sich die Spindel zwar leicht seitlich kippen, aber eben nicht nach vorne und hinten. Auch das Problem lässt sich leicht beseitigen. Ich habe mir von einem Schnellhefter, weil ich nichts anderes hatte, hier so zwei Abschnitte, beziehungsweise einen Abschnitt gebastelt, was genau drunter passt unter die Schiene, so dass ich die praktisch hinter dem Maker Slide, der hier nach unten geht, einfach unterlegen konnte, um die Spindel letztendlich genau gerade zu justieren. Also auch da musste man nichts bohren oder sonst irgendwas hier hinten an den Schienen verändern. Also man muss es einfach halten. Wer Angst hat vorm Löten, der kann die Bauteile ja einfach in irgendein Elektronikfachgeschäft bringen und die das löten lassen. Das dauert vielleicht 10 Minuten und ich denke, man wird sich da sicherlich preislich einig werden. Zu dem einen Stecker, der gerade eben die Endschalter verbindet. Da ist es natürlich von Vorteil, wenn man so eine Krimpzange hat, aber sie ist wirklich auch nicht unbedingt notwendig. Mit etwas Geschick lässt sich das einfach mit so einer Nadelzange herstellen, mit so einer Spitzzange. Da hat auch Inventables einen sehr schönen Film drüber gemacht. Und apropos Anleitungen. Also Inventables entwickelt wirklich die Anleitung stetig weiter. Also in dem Zeitraum, wo ich sie bestellt habe, bis ich sie bekommen habe, hat ja 4 Wochen gedauert, hat sich also wirklich einiges getan. Außerdem ist ein wirklich tolles Forum, ist allerdings in Englisch entstanden, wo einem also wirklich schnell und einfach geholfen wird. Aber ich denke, es ist überhaupt nicht notwendig. So, jetzt zu Easel. Das Programm ist online basierend. Das heißt, man loggt sich über Inventables ein und kann dann das Programm wirklich leicht und intuitiv benutzen. Also es ist wirklich selbsterklärend und für die ersten Schritte wirklich toll. Kommunizieren tut das Ganze über ein Arduino-Modul. Dazu müssen die Treiber runtergeladen werden. Auch das ist seit ein paar Tagen, kann man sagen, wesentlich einfacher geworden. Und das sollte auch überhaupt gar kein Problem mehr darstellen. So, ich zeige euch mal, wie ich mal was damit mache. Natürlich in Timelapse-Manier, weil es sonst zu lange dauern würde. Und zum Schluss sehen wir uns nochmal.
So, für wen ist eigentlich die XK von Inventables geeignet? Ganz klar, für Leute wie mich, die einen leichten Einstieg in die CNC-Technik suchen. Das Programm Easel macht es super einfach, Sachen zu kreieren und an die Maschine zu übertragen. Durch den Selbstbau begreift man auch sehr schön die Technik. Außerdem ist es möglich, mit ihr Kleinserien herzustellen. Die Qualität der Maschine ist wirklich hervorragend und wer mehr von der Maschine wissen will, der kann ja einfach dem Link unten in der Beschreibung folgen. So, mir bleibt nur noch zu sagen, wer Fragen und Anregungen hat, der kann sie ja unten in die Kommentarleiste hineinschreiben. Wem der Film gefallen hat oder ihn informativ fand, kann mir ja einen Daumen hoch geben. Und wer mich noch nicht abonniert hat, kann es ja jetzt nachholen. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Mike.